Begin the operation. Subdue all targets. Moin moin ihr bärtigen Ladies und herzlich willkommen zurück bei Ghost in the Shell First Assault Online zusammen mit dem einzigartigen Herrn Baron. Mal wieder am Hafen. Und heute haben wir dreckige Geschichten für euch. Richtig. Ganz dreckige Geschichten. Weil wir waren schmutzig. Am Wochenende. Und dann ist mir noch was offen. Richtig. Olli hat es ja in seinem 500 Abonnenten Video schon angekündigt gehabt. Oder angesprochen gehabt, dass wir mal wieder auf dem Rollbrett unterwegs gewesen sind. Ja. Auf dem Skateboard. Falls das manche von euch noch kennen. Das ist quasi sowas wie ein Longboard in klein. Ja. Ah, die Kinder heutzutage, ey. Die machen die verrücktesten Sachen, ey. Schon. Und ja, das erste Mal seit gefühlt 10 Jahren oder sowas. Ja, kann schon so eine Träge gewesen waren sein. Waren wir dieses Jahr Karfreitag unterwegs. Und das hat auch alles eigentlich ganz gut funktioniert. Zumindest wird das erste Mal richtig wieder halt. Ja. Also ich bin zwischendrin, habe ich ja erzählt, dass ich das Board vor ungefähr einem Jahr gekauft habe oder vor anderthalb Jahren. Und seitdem halt nicht gefahren bin, ich hab's mal getestet auf der Straße, aber so richtig lang gefahren bin ich damit halt noch nicht. Und das haben wir jetzt halt mal nachgeholt. Und ja, es war erstaunlich gut, weil uns hat's halt auch nicht gelegt und so, weißt du? Ich habe halt gedacht, Alter, das wird halt so schlimm. Uns wird's direkt halt auf die Fresse legen. Und wir werden so sterben und uns das Genick brechen und einfach tot sein dann danach. Dem war man dann. Das stimmt. Dem war nicht so. Also erstaunlich gut, da wieder reinzukommen, wenn man das mal früher gemacht hat. Ist ein bisschen wie Fahrradfahren, man verlernt es halt einfach auch nicht. Trotzdem, wir sind dann obwohl ihr wisst ja, dass wir aus Nürnberg kommen, wir sind halt um den Wörthersee rumgefahren. Und dann noch ein bisschen durch die Stadt, haben noch ein Bierchen getrunken und sind dann... Sind wir oben am Burggraben entlang, halt neben der befahrenen Straße lang, ne, haben uns halt nichts bei gedacht, das war eigentlich eine recht schöne Strecke, so ganz, ganz leichter, ganz leicht abschüssig, also so, dass du halt nicht großartig irgendwas machen musst, dass das Brett den Rest übernimmt, und dann ging es rechts eine Kurve runter und dann doch etwas steiler. Und ja. Und ich bin vor dir gefahren. Richtig. Und irgendwann überholt mich das Board von Herrn Baron. Er ist hinter mir gefahren, überholt mich halt. Ohne ihn. Also. Ja, man muss dazu sagen, also wer sich ein bisschen mit Skateboardfahren auskennt, also ich habe eh das Problem, dass ich mache Mongo Push. Also das hängt nicht damit zusammen, dass ich ein Mongo bin, sondern ich schieb halt mit dem vorderen Bein an und nicht mit dem hinteren Bein, was halt eigentlich so normal ist. Und das Problem, wenn man mit dem vorderen Bein abschiebt. Goofy und Mongo Push, genau. Und das Problem ist, wenn man bergab fährt und damit bremsen muss, dann hat man nicht sehr viel Strecke, mit dem man das Brett aufhalten kann. Also man steht ja hinten auf dem Brett drauf und ja, wenn man dann versucht, das Brett irgendwie anzuhalten, dann ist es halt irgendwie nach ein paar Zentimeter einfach weg. Das hört dann halt einfach auf. Du hast dann auch keine Gelegenheit, das mit dem Fuß noch zu stoppen. Richtig. Weil du ja quasi nach hinten abspringst dann. Genau. Und dann kommst du halt nie mehr hinterher, wenn das Teil den Berg runterrollt. Also no way. Wie gesagt, ich habe halt versucht zu bremsen. Das Brett hat sich dann ein bisschen selbstständig gemacht und mich hat es nicht hingelegt. Ich habe dann versucht, dem Brett hinterher zu rennen. Das muss auch ziemlich ulkig ausgeschaut haben. Und das Ding steuert halt direkt auf ein Auto zu. Auf ein stehendes Parkauto. Auf ein stehendes Auto, ja. Keine Sorge. Also, richtig. Und ja, wie gesagt, mit dem Totalschaden, alles kaputt, Explosion, halb Nürnberg ist gestorben. Nee, Spaß. Ist zum Glück nur gegen die Radkappe von dem Auto gefahren. Das hat, glaube ich, noch seine Winterreifen drauf gehabt. Mit diesen hässlichen Plastikradkappen. Also nichts Alu irgendwas oder nichts Besonderes. Keine Alufelgen, keine Felgen zerstört oder was weiß ich nicht, sondern halt einfach wirklich nur diese Abdeckkappe von den Stahlfelgen. Ja, war schon beeindruckend. Also auf jeden Fall haben wir daraus gelernt, nicht an der Straße zu fahren. Das Lustigste war dann danach, weil es war Karfreitag, das heißt bei uns in Bayern hat nichts offen gehabt. Und wir hatten natürlich auch keinen Stift dabei oder sowas, weil... Richtig. Und dann sind wir in der Innenstadt, haben gehofft, dass der. Also, wir haben dort noch so Fotos gemacht von dem Kennzeichen und so.
dass wir, weil wir mussten ja uns halt ein Stück entfernen von dem Auto, ja, dass wir, wenn quasi der weggefahren ist jetzt in der Zeit, dass wir die Polizei anrufen und sagen, ey, wir waren gerade auf der Suche nach einem, wollten da gerade einen Stift holen, und den halt anschreiben irgendwie. Und dann haben wir niemanden gefunden, weil nicht offen hatte, und dann sind wir ewig weit in die Stadt reingelaufen. Da war gerade so ein, ja, so ein Thai-Imbiss. So ein alter asiatischer Mann, der halt irgendwie gerade seine Stühle irgendwie reingeräumt hat oder so. Und dann haben wir den halt gefragt, ob er mal einen Zettel mit einem Stift hat vielleicht. Und der hat mich dann nicht verstanden und hat irgendwie ganz komisch geguckt dann. Und hat er mir so ein altes Stück Kassenzettel gegeben und einen Kugelschreiber. Und dann habe ich halt auf so ein Quadratzentimeter irgendwie einen halben Roman drauf geschrieben, halt wer das Auto kaputt gemacht hat, wann und was kaputt gemacht ist. Und das Ganze dann halt angebracht, allerdings seither auch nichts mehr davon gehört. Also. Ja, sollte man auf jeden Fall aber immer machen. Richtig, also wenn man irgendwie was in der Öffentlichkeit halt aus Versehen, dann auf jeden Fall immer Namen hinterlassen und so, weil. Ja. Weißt du, klar kannst du damit so rechnen, so von wegen, ja, hätten wir jetzt auch sagen können, also ja, komm, für den kleinen Schaden, Alter, das merkt ihr nicht mal. So, ja, wenn sie es dann doch merken, ey, und dann mit Polizei und so weiter, da dann für nichts zu tun haben irgendwie, dann kriegst du halt. Dann kriegst du halt richtig auf den Sack, weil dann so Fahrerflucht und bla, dann kann es sich so auf deinen Führerschein auswirken, dass wenn du da im öffentlichen Straßenverkehr jetzt als Teilnehmer irgendwas kaputt gemacht hast und geflogen bist, kann es sogar sein, dass du, wenn du einen Führerschein hast, halt einen Punkt kriegst. Das ist immer unterschiedlich. Ja, je nachdem, was du halt machst, zum Beispiel, wenn du besoffen Fahrrad fährst und einen Führerschein hast, einen Autoführerschein, können sie dir auch den Autoführerschein richtig, du kannst auch du kannst dann Sperre fürs, also ein Fahrverbot kriegen. Ja. Das ist schon, also da sollte man schon immer aufpassen. Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt auch scheiße für einen selber. Stell dir vor, hier macht jemand was am Auto kaputt und du stellst es dann fest, ja, und der ist halt weggefahren, das Arschloch. Ja. Da bist du halt dann auch nicht unbedingt froh drüber. Deswegen haben wir uns halt gedacht, komm, wir machen das halt richtig. Und auch wenn jetzt nichts kommt, ja, keine Ahnung, weißt du, aber sicher ist ja, sicher, ey, sonst richtig. Kriegst du halt. Ich hab keinen. Nicht in Angst, aber du hast halt kein schlechtes Gewissen einfach. Richtig. Ja. Schön. So haben wir wieder viel erzählt. Und ein Level Up habe ich auch noch gekriegt. Yeah. Jo. Und gleich eine Anzeige. Jo. Anzeige ist raus. Und zwar an euch wegen Nicht-Hochvotens. Zieh sie noch zurück, wenn ihr mir einen Daumen gebt. Dann ziehe ich sie zurück. Ja. Hat der mich tatsächlich noch geholt, der Wichser, ey. Mit dem Raketenkill, der hat einfach mehr Punkte gegeben. Na denn. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen bei Ghost in the Shell. Haut rein. Tschüss. Ciao.